Guten Abend. Darf ich Sie wieder mit ins Wochenende nehmen? 2020 werden wir einfacher, schneller, besser. Nein, nicht der Banking Club, die Commerzbank. Das hat Martin Zielke gesagt auf der Hauptversammlung 2017. Mai 2017 hat Martin Zielke versprochen, 2020 wird die Commerzbank eine andere Bank sein. Ist die Commerzbank eine andere Bank? Naja, so ein bisschen schon. Aber ist sie einfacher, schneller, besser? Sicherlich auch schwer zu messen. Aber so ein bisschen kommt ihm ja die Krise sicherlich zugute. Denn momentan fragt keiner, ob die Bank einfacher, schneller, besser geworden ist. Was wir aber wissen ist, nehmen Sie den Höchstkurs der letzten 3 Jahre, dann hat die Commerzbank bis heute ungefähr 12 Milliarden, knapp drunter 12 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung verbrannt. Und jetzt nicht schmunzeln, Kollegen bei der Deutschen Bank. Ihr habt auch knapp 18 Milliarden Börsenwert mittlerweile verbraten. Aber vielleicht ist die Commerzbank oder vielleicht sind doch Banken auch kleine Krisengewinner. Immerhin hat die Commerzbank in den letzten 30 Tagen fast 24% Aktienkurs wieder gut gemacht. Kommen die Banken gut durch die Krise? Wir werden sehen. Auf jeden Fall brauchen die Banken, beide Banken, noch eine Menge Umbauarbeit, denn noch sind die Großbanken nicht da, wo wir unsere deutschen Großbanken haben müssten. Da ist noch eine Menge zu tun und ich hoffe, da wird in Zukunft noch eine Menge getan. Mir bleibt jetzt bei dieser kurzen Fahrstuhlfahrt nichts anderes übrig, als Ihnen wieder ein schönes Wochenende zu wünschen und zu hoffen, dass Sie nächste Woche im Fahrstuhl wieder mit dabei sind.